Immer mehr Musikliebhaber entdecken den besonderen Klang einer Vinylschallplatte. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob es möglich ist, nur die klangbildenden Faktoren hörbar zu machen. Denn eine gepresste Schallplatte ist mit zahlreichen bekannten negativen Eigenschaften behaftet. Da gibt es zum Beispiel Verzerrungen, Rumpeln, Knistern, Höhen- und Seitenschlag sowie viele andere Artefakte, die nicht positiv zum Klang beitragen. Alle Vinylhörer haben sich allerdings an diese Nachteile gewöhnt. Unser neues Verfahren nennen wir DMMCD. Mit ihm können wir die erwähnten Nachteile der gepressten Schallplatte ausschließen und dennoch den vinyltypischen Klang beibehalten. Es beginnt mit der Überspielung auf einen Kupferträger. Die klangliche Prägung des Schnitts wird von der komplexen Elektronik und Mechanik der Überspielanlage bestimmt. Unmittelbar anschließend werden wir den Schnitt mit bestmöglicher Technik abtasten und digitalisieren. Die Neumann VMS 82 Überspielanlage verwenden wir also als Urplattenspieler. Für unsere DMM-CD kann, wie bei jeder Überspielung, ein beliebiges Master als Original dienen. Zum Beispiel ein analoges Tonband. Datenformate von einer Festplatte, eine CD, Super-Audio-CD oder auch eine Blu-ray-Disc. Digitale Quellen wandeln wir in das analoge Format mit einem Daniel Weiss DA-Konverter aus den Gambit Series. Der Schreiber beginnt nun, das Musiksignal zu schneiden. Den Überspielpegel legen wir bei niedrigen 0 dB fest, um auch so Verzerrungen möglichst gering zu halten. Auf alle begrenzenden Eingriffe im Signalweg wird verzichtet. Für unsere DMM-CD läuft die VMS 82 immer mit 45 Umdrehungen pro Minute. Außerdem benutzen wir für den Schnitt allein die Kupferfläche innerhalb der beiden Nulldurchgänge des 12 Zoll EMT 997 Tonarms. Damit nutzen wir die optimale Tonarmgeometrie und Abtastverzerrungen werden minimiert. Zum Abspielen der soeben geschnittenen Kupferscheibe benutzen wir als Abtastsystem eine spezielle Version der EMT-Tondose TSD-15 mit einem besonderen Facettenschliff. Zuerst wird der Auflagedruck des Systems durch Hörversuche bestimmt und dann gemessen und dokumentiert. Anschließend folgt der Anti-Skating-Test. Wir legen eine blanke Nitrolackfolie auf und justieren das Anti-Skating-Gewicht, damit sich der Tonarm in einer indifferenten Lage stabilisiert. Dies entspricht dem Vorgang, den Sie in einem rillenfreien Segment einer Testschallplatte auf Ihrer Heimanlage durchführen. Die in Kupfer geschnittenen Musiktitel werden über unseren EMT JPA 66 Schneid-Kennlinien-Entzerrer abgespielt. Dieses legendäre Röhrengerät behauptete sich in allen unseren Hörvergleichen als der absolute Gewinner. Die RIAA-Entzerrung stellen wir auf NE. Dies ist eine Spezialentzerrungskurve, die von der Firma Neumann für die VMS-Serie entwickelt wurde. Der EMT JPA 66 reproduziert somit perfekt diese Vorgabe. Vom EMT JPA 66 gelangt das Stereosignal an einen EMM Labs MK4 Analog DSD-Konverter. Dieser wandelt die Musik mit 2.8224 MHz als 1-Bit-Direktstream, der auf einem SADI DSD8 Mastering-System aufgezeichnet wird. Das Endformat der DMM-CD ist eine Hybrid-Super-Audio-CD. Darauf finden Sie zwei Layer. Einmal ein CD-Format, 44.1 kHz 16-Bit und zusätzlich ein echtes 1-Bit-DSD-Programm.
Je nach Qualität Ihres DA-Wandlers werden Sie neue Hörerfahrungen sammeln, wenn Sie unsere DMM-CD-SA-CD mit der entsprechenden gepressten Vinylschallplatte vergleichen. Ganz sicher wird es eine emotionale Entscheidung sein.